Hallo. Du machst mir wieder ein Lächeln ins Gesicht. Dann lass uns mal reingehen. Dann gehe ich auch wieder hier. Okay. Davon. Und zack. Okay, das ganze Stroh ist irgendwie ausgegangen. Jetzt musste ich hierauf zurückgreifen. Alles toll. Ach nein, die haben gar nicht die Wurzeln. Nur hier. Die Sachen aber nicht. Ja, dann kriegen die heute mal keine Wurzeln. Scheint nämlich nicht da zu sein. Schade. Oder hier. Ne, das sind so Sticks oder so. Das ist ja noch was ganz anderes. Ah, das ist noch von Weihnachten. Aber ne. Schade. Hier. Was hatte der? Ich glaube, der hatte hier das hier mit Thunfisch. Sieht alles so deliziös aus hier. Ah, der ist da. Kannst du ja auch mal mitnehmen. Der kriegt dann so kleine Stäbchen. Stäbchen. In die Pfötchen. Hier auch. Das sieht sich auch lecker an für ihn. Senior hier. Das ist auch von der, was der sonst frisst. Ja? Ja, das ist doch von Kani. Hier, die haben wir doch auch. Aber davon haben wir noch welche vom Zuschauerpaket hier unten. Wir waren einkaufen. Und alles ist jetzt hier voll. Ich muss das auch noch dementsprechend einräumen. Oh, lecker für den Pedro. Und Ara wartet jetzt auf ihre Kekse. Nein! Wir sind die Kekse. Nein, Ara, nein. Nein, nicht fressen. Mir sind jetzt alle Kekse runtergefallen. Scheibenkleister. Oh Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Ara, Ara, guck mal da. Da, ein Keks, den kannst du fressen. Okay, okay. Nam, nam, nam. Schöne Hinternaufnahme von dir. Ja, er guckt jetzt schon gerade so. Ja. Ich krieg nix. Oh. Ja, ich stoß dir noch den Kopf. Oh. Hero. Hero. Ja, ich geb den jetzt auf, aber das ist sonst ein bisschen unfair. Da hast du schon recht. Weg, Ara. So. Komm mal her. Ist auch ein Leckerchen, Hero. Ja, wenn ich ihm dann jetzt die Dose gebe, dann. Ja, okay. Ja. Der kann ruhig schon fett werden. Der ist alt. Der ist alt. Okay, dann kriegt er jetzt. Pedro! Heißt du Pedro? Pedro! Sitz. Nochmal Sitz. Pedro, lecker! Mr. Pedro. So, jetzt muss er kaputt machen. Das kann er nicht fressen. So. Pedro! Oh Gott. Er hat wenigstens noch ein paar Zähne. Ne? So, wir ein bisschen klein machen für ihn. So. Sieht ein bisschen aus wie das, was sich Pa auch auf sein Brötchen schmiert. Fein. Im Sinne, da ist es Fisch und es riecht auch noch so. So. Banane. Ja, aber erst ich, also nach Pilates. Ja. Ich damit ihr wieder hier beim Fußball. Ja. So, mach du auch Sitz. Mein Kater kann Sitz. Ara kann auch Sitz, aber nicht so. Super, Schatzi. Miam, miam, miam. Es wird das neue Video gerendert. Juhu! Ey, die Rumpelkammer, die räume ich aber nachher schön in Ruhe auf. Ich muss die Nienchen sauber machen und da kann ich ja direkt mal ein neues Stroh ausprobieren. Es wird jetzt so richtig schön dreckig für mich. Aber keine Sorge, Babys. Ich bin da, um euch sauber zu machen. Oder kommt irgendeiner von euch? Bröckchen? Bröckchen? Hier. Hier. Komm mal. Oh. Such dir mal eins aus. Hallo? Bist du dumm? Kann es sein, dass du dumm bist? Karl,
Karl. Ich habe doch niemanden anderen angefasst. Ich rieche doch nicht anders. Ich habe auch keine Creme oder so drauf. Ja? Nein. Nein. Ja, jetzt wisst ihr das, hm? Karl guckt nach Ara. Das ist, oh, das ist immer so süß, weil wenn ich mich umdrehe, dann erschreckt er sich. Ja. Tolles kleines Schmankel. Nam nam nam. So, ich mache eure Bude sauber. Hier ist Ara. Du willst am liebsten immer reinspringen, ne? Ja, das sind so Bibis. Hm? Kann ich jetzt hier ein bisschen fegen? Ja, kann ich jetzt? Hier ist einfach nur ein ganz normaler, verrückter Tag bei der Tiermudi aus dem Internet. Und wer schreibt, dass meine Tiere sich gegenseitig zerfleischen würden oder sich nicht verstehen? Mein Hund, die Kaninchen, die zerstören vielleicht hier die Sachen. Und ja, hier kann jeder mit jedem, ne? Weil die Ara, die seit Babys kennt, ne? Dann die Babys. Ja, ist der Karl. Muss hier alles gucken, dass hier alles auch gut läuft und ich ja nichts vergesse. Und die haben auch keine Angst davor. Die kennen die. Die kennen jetzt noch nicht den Piro so gut. Den könnte ich, glaube ich, nicht hier hin tun, auch wenn er wirklich von Kaninchen... der verteidigt die gegen andere Katzen, aber der hat jetzt keine Muttergefühle, so wie Ara. Dann riecht das gut, der Stroh. Muss aber alles weg. Das ist nämlich nicht mehr frisch. Nicht mehr fresh. Fresh in the cash. Von the bunnies. And... ich weiß nicht, was ich drauf fange. Ich hab das Futter extra weggestellt. Und die jumpen da hoch. Ihr macht mich fettig. Ja, ich habe ja schon viel immer ausprobiert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Stroh finde ich selbst. Ich weiß nicht, wie die Kaninchen das finden. Was ist denn das für ein Stroh? Das sieht aus wie so ein Spaghetti-Stroh. Hä? Komisch. Das ist irgendwie ein bisschen anders als sonst und es ist auch sehr lang. Aber es war halt die einzige Packung. Was sollte ich machen? Sonst hat sich irgendwie jeder Kleintierbesitzer in Kamplinford gedacht, hey, wir kaufen mal alle Stroh ein. Am Montag um, wann waren wir da? 10 Uhr. Also, Fressnapf war nur eine Stunde auf. Was habt ihr da alle gemacht? Ich weiß, die ist bewusst, dass wir gleich losgehen zu Pilates. Aber ich muss immer noch die Kaninchen kurz füttern. Oh, ein bisschen unter Zeitdruck. Wie ist Bubas? Ich musste gerade erstmal das Video noch machen. Also, hochladen. Wir haben ja Montag gerade. Und da ist mir das runtergefallen. Nein! Bist du bitte nicht kaputt? Nein, es ist nicht kaputt. Gott sei Dank. Boah, geil. Ich musste noch das Video hochladen. Deswegen sorry, sorry, dass ihr warten musstet. Aber ich kann mich nicht verteilen. Ihr kriegt jetzt erstmal zu Frey. Und dann kommen schon beide an. Quark hier macht nam 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 nam. Und Karl gerade einfach nicht. Kannst auch phrasen. Na, alles für euch. Hier, Ara, hier. Da macht sie jetzt Platz. Hier ist meine. Und da wartet die Ara dann, bis ich mit Pilates fertig bin. Wir sind zu Hause. Oder Ara, warum ist deine Rose einfach hier draußen? Bitte schön. Lass uns mal hoch, mein Schal. Pedro, komm mit. Komm mit. Na komm. Wo ist der Pedro? Geh mal gucken. Geh gucken. Nicht da an der Tür. Ara, da. Geh. Oh, wo ist der Pedro? Der wollte nämlich gerade wieder raus. Und da ist er. Hi! Und der erwartet jetzt, dass ich aufmache. Miau! So. Okay, komm rein. Mie! Okay. Mie, mie, mie! Mie, mie, mie! Mie, 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 mie! Ich check jetzt mal mein Futter ab. Und da ist ja gar nichts mehr drin. Mensch! Ich hab Hunger! Ja, Hunger! Ich weiß gar nicht, ob der Papa dich nochmal gefüttert hat oder so, weil heute hattest du richtig viel schon gefressen. Ja, nee, ist so. Ist ja, ist ja, ist ja. Komm mal her. Kuscheln. Kuscheln, kuscheln. Was mache ich hier nur? Oh. Hm? Gib mir Essen. Gib mir Essen. Ah. Da wird gerade aber mega was geknabbert. Aber so richtig, ich weiß nur nicht was. Ich sehe nur eine Cremeschnitte. Und er ist gerade wach. Ich will mich so am Aufregen, dass ich heute... Hallo! Du machst mir wieder ein Lächeln ins Gesicht. Dass ich heute leider
meine Dose da kaputt gemacht habe. Die war nämlich komplett Schrott. Und jetzt kann ich gucken, dass ich für die Tierchen noch ein paar Dosen nachbestelle. Einfach, weil ich auch so viele Sachen habe und weil ich ja auch noch weiß, dass er sich jetzt hier durchschlängelt und weg ist. Geil. Weil ich ja halt hier momentan zu wenig Dosen habe für das ganze Zeug, was ich hier gekriegt habe. Ich mag alles sehr in Dosen haben. Und es ist auch besser, wenn man die dann füttert, vor allem meine Kaninchen. Da kann man schnell alles umswitchen. Und es ist immer noch so durcheinander. Und es ist so spät. Und ich hätte das gerne in einem Video gemacht, aber ich warte jetzt noch, bis die anderen Dosen. Ich habe die gerade noch bestellt. Und zwar vom Amazon-Warenhaus. Diese normalen Einmachgläser, die kriege ich ja auch so noch in einem. Eigentlich kriegt man die überall, ne? Da muss ich gar nicht speziell. In einem Discounter kriegt man die bei, keine Ahnung, Cody, Teddy, weiß ich nicht was. Weil hier sind halt noch die zwei Spielzeugrollen für die Kaninchen. Den einen neuen Ball habe ich auch schon ausprobiert. Aber ja, ich habe jetzt gedacht, dass Flobi noch was länger draußen bleibt. Aber sobald ich den filme, ist er halt weg. Und ich selbst bin morgen erstmal beim Arzt und habe da einen Termin. Ja, naja, man kennt ja sowas bei Terminen, wie lange das dauert. Deswegen habe ich das jetzt alles vorgedreht. Und ich hätte auch gerne schon vorher das halt mit dem Auslauf gemacht und auch schon gebaut, aber ich fühlte mich bis dahin leider nicht so supi. Die kommen morgen an, da bin ich happy. Ich habe mir auch jetzt nochmal extra aufgeschrieben, und zwar die Grüße in diesem Video gehen an die liebe Jessie MBL. Wie immer hoffe ich, dass das einfach richtig ist, was ich hier sage. Und zu der Frage von der lieben Lisa, ob jetzt hier in dem Fall, weil passt gerade so schön, Mehlwürmer für Hamster geeignet sind. Also du solltest, also alle sollten darauf achten, dass Eiweiß im Futter enthalten ist. Bei meinem Futter, was ich gerade verfütter, ist kein zusätzliches Eiweiß drin. Das heißt, ich muss diese Mehlwürmer jeden Tag trotzdem verfüttern. Das heißt, das Eiweiß, also Mehlwürmer oder so kleine Garnelen kann man auch dann füttern, die in so Futtermais drin sind, unbedingt reingehören, weil der Hamster kein reiner Vegetarier ist. Du kannst auch Heuschrecken verfüttern, manche machen das sogar lebend, das habe ich noch nie gemacht, oder Mehlwürmer auch lebend. Aber das gehört dazu. Es gibt auch die Möglichkeit Joghurt oder Quark, aber da weiß ich das jetzt nicht mehr genau, ist lange her, dass ich das überhaupt verfüttert habe. Kann man auch machen, aber das gehört dazu. Und ich hoffe, das konnte ich dir beantworten. Mal so einen richtigen Futterplan werde ich auch mal einzeln drehen für den Hams, also für Flobi. Aber dann, wenn hier dieses riesige Massaker erstmal in Ordnung ist und auch aufgeräumt ist mit allem drum und dran. Und ich weiß, ich wollte das gerade eigentlich ein bisschen früher drehen, aber verschiebt sich jetzt alles auch erst, weil ich jetzt erstmal gesundheitlich kurz gucken muss. Aber trotzdem freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt, ein bisschen wieder verrückt mit dabei wart und auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bei Grüßungen und auch Fragen schreibt es in die Kommentare. Däumchen wären Träumchen, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!